Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Ja, heute gibt es wieder mal einen Premium-Panzer. Und zwar den Excelsior. Das ist ein Stufe 5 Premium-Panzer von den Briten. Ich habe zwar schon einen 5er, beziehungsweise einen schweren Premium-Panzer von den Briten, also von den Tock, den es damals, ich glaube, keine Ahnung, vor einem Jahr oder sowas, irgendwann mal in so einer Aktion zu gewinnen gab. Den habe ich natürlich schon, aber ich habe mir auch den Excelsior jetzt vor kurzem einfach mal zugelegt, weil ich mir gedacht habe, so kleine Dinger mit einem limitierten Matchmaking ist ja gar nicht mal so schlecht. Da habe ich relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Und zum Mannschaftskillen sind die natürlich aber auch, wie gesagt, prädestiniert. Ja, der Tock hat natürlich aufgrund seiner, ja, sag ich mal, üppigen Mannschaft, ich glaube, der hat hier mit seinen 6 Besatzungsmitgliedern deckt er den kompletten britischen Bereich ab, hat natürlich dann dementsprechend die Aufgabe, beziehungsweise die Funktion überschrieben bekommen, hier die Mannschaften Black Prince, Carnarvon und wie sie alle heißen, zu skillen. Und den Excelsior, weil ich habe ja nur eine britische Reihe, oder ich habe nur eine britische Reihe an schweren Panzern. Und der Excelsior hat jetzt die exklusive Aufgabe bekommen, die Mannschaft, die ich auf dem Cromwell hatte, den habe ich ja jetzt erst wieder seit kurzem, die Mannschaft etwas nach vorne zu pushen. Dazu habe ich jetzt auch hier die Mannschaft schon direkt auf den Excelsior umgeschult. Man sieht es also hier, 80%. Und ja, jetzt wird die Mannschaft erstmal auf dem Excelsior dementsprechend hochgepusht. Und wenn sie dann dementsprechend so weit sein sollte, also wir haben ja jetzt hier gerade mal 74% im ersten Perk, wenn sie also dann so weit sein sollte, kommt sie wieder zurück auf den Cromwell, wird dann dementsprechend wieder umgeschult. Und der Excelsior übernimmt dann auch noch diese Umschulungsfunktion, weil das halt mit einem Premium-Panzer nun mal einfach schneller geht. Ja, schauen wir uns mal kurz den Excelsior vielleicht in ein paar technischen Daten an. Also Excelsior, gucken wir mal kurz hier rein in den Forschungsbaum. So, der Excelsior, jetzt muss ich hier, ich mach das mal weg, ist einfacher. So, der Excelsior ist nicht mehr im Laden zu, oh nee, stopp. Wollte schon sagen, natürlich ist er noch im Laden zu bekommen. So, der Excelsior ist hier unten. Der Tuck ist nämlich nicht mehr zu bekommen. Der Excelsior ist hier unten angesiedelt. Ist, wie gesagt, ein Stufe 5er schwerer Panzer. Hat den Kaufpreis aktuell von 1500 Gold. Ich glaube, ich habe mir den allerdings in so einer rabattierten Aktion geholt, wo er, glaube ich, nur 750 Gold gekostet hat. Ist von dem, was ich bislang über den Panzer sagen kann, eigentlich eine sinnvolle Investition. Er passt also wirklich sehr gut in dieses, ja, in das britische Bild hinein. Hat ein bisschen Ähnlichkeit vom Fahren her wie mit dem Churchill. Also er ist etwas agiler. Hat aber von der Handhabung her sehr viel Ähnlichkeit mit dem Churchill. Bedeutet, Turmdrehgeschwindigkeiten, solche Sachen sind, glaube ich, beinahe identisch. Er hat auch einen relativ geringen Alpha-Schaden, schießt dafür aber ziemlich häufig. Und ja, gucken wir uns mal eben kurz das Ganze an. Also wir haben hier eine 75mm Gun. Die schießt 15,79 Schuss die Minute. Das kann sich natürlich noch steigern, weil wir jetzt erstmal eine 80% Mannschaft durch das Umschulen am Start haben. Wir haben eine Turmfrontpanzerung von 114mm. Das ist für ein Tier 5 schon ganz okay. Wir haben ein Funkgerät mit 570 Meter Funkreichweite. Bereich eigentlich auch vollkommen. Wir haben einen Motor mit 600 PS. Und wir haben ja, Ketten, die 32 Grad die Sekunde Wende bzw. Drehgeschwindigkeit ermöglichen. So, gucken wir uns denn noch mal ein bisschen hier on Detail an. Also, wir haben 670 Strukturpunkte. Das ist, ja, ich sag mal, mittleres Niveau im Tier 5 Bereich. Wir haben 41 Tonnen Leergewicht.
beziehungsweise Gesamtgewicht. Wir haben 38,6 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das ist schon bedeutend mehr als der normale Churchill. Ja, Turm- und Wandpanzerung. Jemals vorne 114 mm. Ich guck mal gerade, ob ich den Churchill 1 mal als Pendant dazu aufrufe. So, sieht man mal bei dem Vergleich. Der klassische, also der frei erspielbare Churchill 1, Stufe 5 schwere Panzer und dann der Excelsior. Ja, wie gesagt, Wannenpanzerung. 114 mm ist der Churchill 1 natürlich mit seinen 177 vorne deutlich besser, obwohl der Excelsior vorne angewinkelt ist. Ja, also die, so viel tun die sich da letzten Endes nicht. Turmpanzerung ist der Excelsior besser, wenn auch nicht viel, aber besser als der Churchill. Der Standardschaden, jetzt ist natürlich hier der Churchill mit seiner ja, Einstiegskanone mit 38 von 63 gegenüber 83 zu 138 deutlich unterlegen, aber das ändert sich nachher, wenn man hier die größere Kanone bekommt. Die Standarddurchschlagskraft 59 bis 98 gegenüber 68 bis 114. Die Feuergeschwindigkeit 15,79 gegenüber 28,57. Auch hier wiederum, das ist die einfache Basiskanone. Ja. Turmdrehgeschwindigkeit sind sie, wie gesagt, beide fast identisch. Sichtweite sehr ähnlich und Funkreichweite hat der Excelsior auch noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, das hier sind die Basiswerte bei der Grundausstattung. Ich guck mal gerade, wenn wir beim Churchill hier mal reingehen und wir schnappen uns mal die Top Gun, die er hat, dann sieht das Ganze nämlich schon wieder etwas anders aus. Mittlere Durchschlagskraft von 145 bei mittleren Schaden von 135, aber auch dann nur 12,5 Schuss die Minute. Also er passt vom, ja, von seinen technischen Daten her absolut rein. Aber er hat halt den Vorteil, natürlich neben dem ganzen Premium-Gehabe, er hat ein limitiertes Matchmaking. Das heißt, Tier 5 und Tier 6, danach kommt nichts mehr. Wobei man aber auch dazu sagen muss, in Tier 6 sind hier diese besagten 91 mm Durchschlag nicht besonders viel. Ja, also da muss man schon gucken, dass man sich ja, gut platziert, um da auch dementsprechend Schaden produzieren zu können. Ja, ansonsten erst rundherum, ja, ich möchte sagen, eigentlich gut abgedeckt. Ja, also auch hier die Seitenverkleidung und sowas, das ist schon relativ gut gemacht. Ja, momentan habe ich, wie gesagt, die Mannschaft vom ehemaligen Cromwell hier drauf und auch umgeschult. Als Module habe ich momentan erstmal wirklich nur ein Tarnnetz und ein Scherenfernrohr. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich habe auch noch, wie gesagt, noch nicht so viel Spiele mit ihm gemacht, wo die Reise hingeht mit ihm, ob ich da vielleicht einen Richtantrieb mache oder ob ich, was gibt es denn überhaupt noch für, ja, Federn kann man sich wahrscheinlich schenken. Eine Werkzeugkiste wäre vielleicht, weil er halt ein Heavy ist, auch eine Möglichkeit. Entspiegelte Optiken wäre allerdings auch eine Möglichkeit, weil er ziemlich flink ist für einen Heavy. Ja, Ansetzer, weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Munitionslager muss ich mir ehrlich gesagt nicht so unbedingt so geben, das wüsste ich nicht, dass mir das häufig weggeschossen wird. Aber wie gesagt, das wird auch sowieso alles erstmal die Erfahrung zeigen. Wenn ich so 100, 150 Spieler auf dem habe, dann werde ich sagen, okay, das und das könnte man dementsprechend benutzen. Kann auch sein, dass ich einfach nachher mal hier so eine verbesserte Lüftung Klasse 3 mal draufkleister. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wie gesagt, dafür habe ich noch zu wenig gespielt. Und ja, das will ich natürlich jetzt auch in Zukunft ändern, auch wenn vorrangig erstmal noch ein anderes Projekt bzw. ein anderer Premium-Panzer bei mir noch im Fokus steht, mit dem ich noch ordentlich Gefechte fahren muss. Dennoch wollte ich euch diesen kleinen britischen Premium-Panzer nicht vorenthalten. Und wir wollen auch dann direkt durchstarten, um zu gucken, ob das, was ich jetzt gerade so alles erzählt habe, richtig war, beziehungsweise ob wir da überhaupt die Möglichkeit haben, das Ganze mal etwas im Spiel umzusetzen. So, wir sind sogar in einem Tier 5 Match gelandet, das freut mich natürlich. Und wir wollen gucken, ob wir
uns gegen die anderen Fünfer einigermaßen gut durchsetzen können. Ich sehe gerade, das Gegnerteam hat 1, 2, 3, 4 Heavies im Fünferbereich. Wir haben 3. Dafür haben wir 3 Jäger. Die Jäger haben auch 3 Jäger. 2 haben 2 Mediums. Die Gegner haben auch 2 Mediums. Matilda 4 ist, glaube ich, der russische Medium. Glaube ich, das ist auch ein Premium. Na gut. So, gucken wir mal, was wir denn hier so auf die Reihe kriegen. Wo fahren denn unsere Kollegen hin? Eigentlich müssten wir ja hier vorne hin. Also man sieht, er ist nach vorne hin jetzt nicht ganz so schnell, aber das ist halt... Es reicht. Ja, es reicht, ganz klar. Oh, wir sind hier im französischen Team gelandet. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, das wird sich dann noch herausstellen. So, da kommt ein Cruiser 4 an. Da unten stehen aber schon genug. Ich werde mal hier vorne hochdüsen, um zu gucken, ob ich hier irgendetwas auf die Reihe kriege. Gun Depression bei dem Panzer nicht ganz so super. So, dafür haben wir aber ein bisschen was aufgemacht. Den 1S werde ich wahrscheinlich nicht mehr dran kommen. Der Tier 14 da hinten scheint ein bisschen AFK rumzustehen. So, da hat die Grille schon mal den ersten. Zack, den zweiten. Das geht ja wieder am laufenden Band hier. Komme ich jetzt nicht dran. Irgendwie habe ich auch das ganz blöde Gefühl. Das. Ja. So, gekettet. Na gut, nehmen wir erstmal den. Ach du Schande. Ja, falscher Fehler zum falschen Zeitpunkt. Da bin ich mal wieder schön in das Kreuzfeuer reingefahren. Hätte ich mir eigentlich schenken sollen. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was der Churchill 1 da unten macht. Der Filippo. In der Regel sagt man ja, die Heavys gehen oben rein. Naja, 4 zu 8 sagt ja schon alles. Zack, der Churchill ist weg. Und tschüss. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, in Tier 5 muss ich ganz klar sagen, merkt man schon deutlich den Unterschied, wie ein Team sich verteilt und wie das taktisch sich aufstellt gegenüber Tier 6 oder 7er Gefechten. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, gar keine Frage. Auch da gibt es natürlich die absoluten Vollidioten, die meinen mit ihrem... Jäger unbedingt nach vorne brechen zu müssen, obwohl sie halt ultra langsam sind, ne? Also so gern genommene Jäger sind zum Beispiel Churchill GC, ja, Tier 6, während diesen Panzer schon spielt. Sollte in der Regel darüber verfügen, oder über ein gewisses Grundwissen verfügen, wie man denn dann auch einen Jagdpanzer spielt. Dass man natürlich mit einem langsamen Jagdpanzer ohne drehbaren Turm nicht nach vorne fährt, um zu scouten, sollte dann einem jedem bewusst sein, aber man trifft halt immer wieder auf solche Konsorten. Und naja, man kann da nichts Großartiges dran reißen. Und wie gesagt, in Tier 5 ist es halt häufig so, das war jetzt auch mehr oder weniger mein Fehler und diesen Fehler mache ich auch irgendwie immer wieder. Ich fahre halt zu viel nach vorne oder zu weit nach vorne. Ich sollte da wirklich wesentlich passiver spielen, um halt dementsprechend die Fehler der anderen irgendwo ein bisschen so... Ja, nicht auszugleichen, aber vielleicht abzudämpfen. Also wenn zum Beispiel da so eine Flanke wegbricht oder so. Gestern habe ich zum Beispiel eine Runde oder Runden gemacht. Beziehungsweise das war eigentlich nur eine, wo es richtig krass war. Das war, glaube ich, feuriger Boden. Und links standen, ich tippe mal so auf 8, 9 Panzer von uns. Ja,
Wir waren also unten links auf der, also auf der großen Flanke, 8, 9 Panzer. Der Rest war natürlich oben auf dem Berg. Denn ich stehe natürlich wieder als einziger schön solo in der Mitte und habe mir gedacht, ach komm, egal, die Runde kannst du eh knicken. Und ich glaube, innerhalb von 20, 25 Sekunden waren alle 8 Panzer auf der linken Seite einfach mal weg. Wo ich mir gedacht habe, wie geht sowas? Aber gut, kommt nun mal vor. Ja, obwohl wir nicht viel gerissen haben, sieht man hier, sind wir trotzdem unter den Top 3 gelandet. Das wundert mich eigentlich ein bisschen. Na gut, wir haben 5 Schüsse, 3 davon mit Durchschlag, 246 Schaden, also wie gesagt, sehr, sehr geringer Alpha-Schaden. Wir haben 6 Treffer erhalten, 5 davon mit Wirkung. Wir haben 3 Gegnerfahrzeuge entdeckt, einen beschädigt, einen zerstört, 650 Schaden ermöglicht. Also wenn man sich mal hier so die Statistik so mal anschaut, das ist alles andere als eine Heavy-Geschichte. Naja, egal. Wir haben 15.493 Credits trotzdem plus gemacht und wir haben aus dieser miserablen Runde immerhin noch 352 Erfahrungspunkte rausgesammelt. Ja. So. Diesmal werden wir hinten bleiben. Wahrscheinlich kommen wir dann auch jetzt sowieso in ein Tier 6 Gefecht, wo wir sowieso gar keine andere Chance haben, außer hinten zu bleiben. Oh, doch nicht. Erlenberg, wir müssen angreifen. So, die Gegner haben 3 Artis. Eine Birchgun, eine M37 und SFL4B. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Jagdpanzer haben die Gegner. Gut, dann werde ich mich wahrscheinlich mal auf die linke Seite schlagen. SC-35A, Stuck 4, Stuck 3 und T-67. Sie haben schon, die machen schon ordentlich Bums. Ich werde mal hier auf die sichere Seite fahren und jetzt mal mich auf die linke Seite schlagen. Der Churchill war natürlich genau das andere. Dann gucken wir mal, wer geht denn mit uns. Wolverine, SU-85, T-67, M4. Aha, aha, aha. Okay. KV-1 und SC-35A geht auch rüber. Ja. Crusader da vorne könnte gefährlich werden. BDR mit der großen Kanone ist auch ganz schön gefährlich. Ja, Richtantrieb. Sollen wir sowas machen oder sollen wir sowas nicht machen? Der Crusader räumt da unten schon mal auf. Da hinten steht die Stuck 4. B1. Okay. Tja. Ich scheine aufgegangen zu sein. Hm. 6 zu 4.
Was steht denn noch? Chino-Stück KV1 steht da hinten. Na gut. Machen wir mal. Hetz mich nicht hier, T67. Ich komme schon alleine auf die Idee, wenn ich nach vorne fahre. Aber ich glaube, ich werde das auch sowieso mal machen. Tja, KV1, das wird jetzt eine Hausnummer. Den zu penetrieren ist schon echt. Tja, was machen wir jetzt Schönes? Gehen wir jetzt hier links runter? Ich glaube, ich gehe mal links runter. Ich nehme mal die lange Schiene hier außen rum. Was macht der KV1 denn? Fährt der jetzt, bleibt er da stehen? Was? Sehr nice. Sehr gut, sehr gut. T67 noch davon. Tja. Also mehr als Spotter kann ich jetzt aber auch gerade nicht so wirklich fungieren. Ja, Sigi, natürlich. Da hinten scheint irgendwo die Birchkan zu stehen. Von der habe ich gerade einen Treffer abgekriegt. So, ja, eine sehr suspekte Runde. Drei Schuss, ein Kill, aber auch nur so ein Last Hit, naja, so spielt man glaube ich nicht heavy, aber egal. Ich halte mich ja bewusst jetzt erstmal ein bisschen so zurück, bis meine Mannschaft dann dementsprechend auch wieder die 100% Marke erreicht hat. So, ja, oh, doch 64 Schaden, ne? Das ist ja immerhin schon mal nichts. Ja, ein Kill, 328 Nettoerfahrung ist natürlich 6 Schuss, einer mit Durchschlag. Halleluja. Aber immerhin davon sind 4 im Ziel gelandet, ne? Also man muss dieser 80% Mannschaft ja auch mal ein bisschen positiv zureden. Ja, wir haben einen Treffer erhalten, einen Wirkungstreffer. Ein Treffer durch Flächenschaden. Okay. Ein Fahrzeug entdeckt, 2 beschädigt, 1 zerstört, 282 Schaden ermöglicht. Ja, hat mit diesem Tagesbonus dann 1180 Erfahrungspunkte eingebracht. Ist jetzt ehrlich gesagt so, ja, nicht mal mehr mittelklassig, aber who cares. So, neue Runde, neues Glück. Also wie gesagt, der Tee, Excelsior. Der Excelsior wird dann wahrscheinlich, wenn ich mit meinem anderen Vorhaben durch bin, das nächste Projekt werden, was ich endlos durchfarmen werde. Also ich denke, das wird, wie gesagt, dann der nächste Panzer, den ich bis zum Abwinken durchspielen werde, um halt dementsprechend A, die Mannschaften zu skillen, B, natürlich die Credits einzufahren. Ja, um irgendwann mal diesen tollen Betrag erspielt zu haben, den ich benötige für mein eigentliches Ziel. Auf geht's. So, wir haben ein Begegnungsgefecht. Jetzt bin ich ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich mir nicht sogar wirklich die antun sollte, zum Berg zu fahren. Die Gegner haben M3 Steward, 2G Steward, 4D... 46, Ja, ich glaube, ich
Ich glaube, ich fahre mal mit auf den Berg. Da rechnet nämlich keiner mit. Von dir ist keiner. Ist das so ehrlich? Ist ja der Hammer. Die stehen alle da unten. Ich glaube es ja nicht. Ach, der BDR kommt auch mit hoch. Okay. Ja, wenn wir mal ein Blöckchen hier weiterfahren. Oh! Oh oh. Komm, dreh den Turm, Bombi. Toll. Stück 4 und Chihe stehen hinten, aus welchen Gründen auch immer. Da scheint noch was zu stehen. Steht 6 zu 9 und es hat sich wieder mal bewahrheitet. Wir werden schon wieder vergangen. Das ist ja wohl ehrlich, das ist ja wohl... Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Upsala. Ja komm, ich bin da sowieso nur noch ein One-Shot für dich. War klar. Das war klar. Ja, schade eigentlich. Vielleicht hätte ich doch Richtung Base gehen sollen. Naja. Wie gesagt, mit so einer 80% Mannschaft bin ich ehrlich gesagt ungern vorne. Aber was mir natürlich auch ungern so aufraufen, wie das jetzt hier der Fall ist. Hat der KV1SL, ich wollte mal sagen, echt einen Abpraller beim BDR hingekriegt? Ist natürlich jetzt eine bescheidene Situation, wenn man nichts mehr hat und von drei Seiten aus angreifbar ist. Aber eigentlich ist der Drops hier schon... Der ist schon durch. Tja. Schade, schade, schade. So, jetzt mache ich aber eine Runde, wo ich wirklich hinten bleibe. Jetzt düse ich nicht mit nach vorne, auch wenn ich Top-Tier sein sollte. Jetzt muss ich einfach mal hinten bleiben. Naja, gut. Ja, so ein Richtantrieb wäre wirklich, glaube ich, eine Option, mit der man leben könnte. Man ja, braucht schon ein bisschen länger, um einzuaimen. Okay. M37 als Gegner-Arti. Wir haben zwei Dreier anstatt eine Vierer. Naja gut, komm, gehen wir mit in die City.
Vor allem auch geil, Heavies. Also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt bislang nur einen. Der Jäger geht nach vorne scouten, der Fünfer. Okay. Also 3,99 Sekunden Nachladezeit haben wir hier auf dem. Ich denke, ein Ansetzer wird es wirklich... nee, wird es nicht bringen. Kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. So, da steht T67, Hetzer und T46 hinten in der Berggasse. PZ4H könnte eigentlich mit uns hier kommen. Wir sind jetzt nur zu 2,5. Da haben wir schon mal den ersten. Zack, zack. Ach nee, das habe ich in echt. Habe ich echt daneben geschossen? Das ist aber echt ein Scherz, oder? Ah! Hilfe! Nimm den auseinander, du Bobby. Sehr schön. Mann! Wo ist der 3001H denn? Ach, der Cruise da hinten an. T67 hier unten. Ja. Mein Gott, schießt der echt so dermaßen daneben? Das kann doch nicht sein. Na ja, gut, das ist halt eine 85%ige Mannschaft. Nein, da kann man nicht wirklich großartig was von erwarten. T46 scheint hier auf... Weg zu uns zu sein. Da steht ein T28. Ich glaube, ich werde meinen Richtschützen mal wieder richten. Wir werden ja doch wohl etwas auf Distanz gehen müssen. Na, Freunde? Er müsste ja eigentlich nur aufdecken, der 4C. Und der 3001H kommt auch nicht hinterher. Wo ist er? Da steht was. Was ein Lucky Shot. Oh, na.
Okay. Sah jetzt nicht unbedingt so danach aus, als wenn ich ihn treffen würde. T28. Was ist denn da mit dem 3001? Ja, ja, immer Schlüpferstellen halten. Auto-Aim FTW! Brenn du, Bitch. So ist recht. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wer? Wer zum Fick hat uns eine Kette abgeschossen hier? Mann. Oh, wir haben 6 Kills. Hau. Hoho. Hoho, ho, ho, ho. Hätte ich nicht gedacht. Sah die Runde definitiv nicht nach aus. Yes. Wir haben den Krieger und den, natürlich nicht, das Großkaliber eingefahren. Halleluja, hätte ich nicht gedacht. Wir haben sogar ein Überlegenheitsabzeichen erster Klasse, Wirkungsfeuer, Brandstifter und Schläger. Was haben wir denn gemacht? 1330 Schaden, 6 Kills. Mhm. 19 Schüsse abgegeben, 12 davon Direkttreffer und auch 12 mit Durchschlag. Da war aber auch echt ein bisschen Glück dabei, muss ich ja schon mal ganz klar sagen. Also, bei manchen Treffen habe ich mir gedacht, okay, der geht eh nicht dahin, aber hat irgendwie getroffen. Ja, 1330 Schaden davon, satte 42, über 300 Meter Entfernung. Wir haben 11 Treffer erhalten, davon waren nur 4, die gewirkt haben. 7 davon sind abgeprallt. Somit haben wir 560 Schaden durch die Panzerung abgewehrt. Wir haben 4 Gegnerfahrzeuge entdeckt, 8 beschädigt, 6 zerstört. Haben 327 Schaden ermöglicht. So, diese Runde hat uns 41.702 Credits plus in die Kasse gespült. Und wir haben ohne doppelten Bonus, den hatten wir in der Vorrunde schon, aber mit dem Bonus für die Premium-Fahrzeuge eine Gesamterfahrung von 2076 bekommen. Das ist natürlich nicht schlecht, denn schwuppdiwupp haben wir einfach mal hier von, ich glaube, 81 auf 85 aufgestockt. Und ja, so würde ich sagen, kann man damit leben. So, machen wir noch ein Ründchen. Ich glaube zwar, dass wir jetzt wieder richtig was auf die Nase kriegen. Puh, 3 KV-1 plus KV-1S. Die Grille ist im Gegnerteam. Wir haben auch eine. Stück 4. Der Toaster ist mit dabei. Crusader, Grand M3-Nitria. Okay. Ja. So. Wir sind natürlich Top-Tier. Was heißt, natürlich ist das ja wiederum nicht. Aber wir sind Top-Tier mit 2 KV-1 und einem T1 Heavy. Tja, was machen denn unsere anderen Heavys? Also, die Stuck 4 geht rechts, Keho geht rechts, KV1 B1 geht auch rechts. Ich glaube, dann werde ich mich auch mal nach den Kollegen hier richten. Matilda M4 scheint noch nicht. T1 Heavy kommt noch mit uns, das ist schon mal ganz gut. Oder auch nicht. Er hat sich jetzt doch umentschieden, der T1 Heavy. Der geht dann doch mit den anderen. Rechts ist nur ein Scout. Und ein 4D, bis der T34 da ist. KV1.
So. Wir haben wenig Jäger, bedeutet eigentlich... dass sie wahrscheinlich auch nicht besonders campen werden. Wahrscheinlich. Ich werde mal gucken, ob ich von hier aus vielleicht ein bisschen die Flanke hier beschießen kann. Stuck 4 scheint da hinten doch zu stehen. Wo ist er? Aufgegangen. Sehr schön. Stück 4 ist schon mal weg. Das freut. Tja. Dahinter steht hundertprozentig noch einer. Ach, wo schieße ich denn hin? Ramm nie einen schweren Panzer, mein Freund. Ist eine schlechte Idee. Oh! Ich werde von da aus beschossen? Ein Scout oder was? Feuererlaubnis erteilt. Ziel verloren. Beschädigt. Er zieht nicht mehr. Feuererlaubnis erteilt. Der Grand Tour, ich glaub's ja nicht. Ja, ja, alles gut. So, zack. So, jetzt müssen wir irgendwas mal reparieren. Ich glaube, ich nehme erstmal den Motor. Denn die Agilität... Jungs, jetzt verkackt das hier nicht, ihr Penner. So, irgendwo müsste jetzt hier eine Arti stehen. War mir zumindest so. Ich könnte natürlich jetzt zurückfahren zur Base und meine Kollegen da unterstützen, aber ich denke mir, nö. Lassen wir mal schön sein. Das wird eh nix. Ja, die 3 KV-1. Wenn die Fokusfeuer machen, ist halt echt die Luzi am Start. Ja, genau. Jetzt bin ich natürlich wieder schuld. Irgendeiner ist ja immer schuld, ne? So, vielleicht kriegen wir, vielleicht haben wir noch Glück, um...
ja, wobei Grille. Ah, ja. Ja, willst du hier schießen? Ja, komm, mach mal. Komm, zack! Sehr gut! Umso besser. Gehe ich halt nicht drauf. So, zack. Komm, also nochmal einen Schuss. Hm? Ja, genau. Da ist ja die Flaming-Riege am Start. Okay, yeah, play Lego. Wenn ihr wüsstet, wie schwer Lego ist, würdet ihr das nicht sagen. Ja, ich auf jeden Fall. Ich muss das auf Game auf jeden Fall deinstallieren. Definitiv, gar keine Frage. Haha, kommst nicht mehr dran, wa? Tschüss. Ja, immerhin, wir haben verkackt, aber trotzdem überlebt. Auch mit viel Mühe und viel Not. Oh, wir haben hier, was haben wir denn gekriegt? Wir haben eine Stahlwand gekriegt, schön. Ja, 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 ja. Ja, wie man sieht, ja. Naja, gut. Was will man Großartiges machen? Ja, also wie gesagt, wir haben die Stahlwand bekommen. Wir haben 11 Schüsse getätigt. Okay. Wir haben 8 Schüsse mit Direkttreffer, 5 davon mit Durchschlag. 739 Schaden ist natürlich nicht wirklich viel. Wir haben 13 Treffer erhalten, davon waren allerdings nur 4 mit Wirkung. Flächenschaden, bla bla, abgewehrt durch Panzerung 920. Wir haben 2 Gegnerfahrzeuge entdeckt, 3 beschädigt, 1 zerstört. 34 Schaden ermöglicht. So, und wir haben für die tapfere Gegenwehr nochmal 6300 Gold, beziehungsweise Gold, sag ich schon, Credits bekommen. Sodass wir mit fast genau 27.000 Credits plus aus dieser Runde rausgehen. Und wir haben dafür, dass wir die tapfere Gegenwehr erhalten haben und den Bonus fürs Premium-Fahrzeug bekommen, eine Erfahrung für diese Runde, obwohl es eine Niederlage war, von 1050 XP. Ja. Also ich glaube, ich freue mich schon auf die Runden mit dem Excelsior. Der scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Ich werde natürlich erstmal noch ein bisschen abfluchen, bis hier dann dementsprechend die Mannschaft auf 100% ist. Aber dann, denke ich mir, wird das schon witzig werden. Ja, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage dann jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen zu diesem oder zu einem anderen Panzer habt, dann dürft ihr das natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, ich bin dann erstmal raus mit aus und tschüssing.